Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2. Im letzten Part haben wir die letzte gerade verfügbare Nebenmission beendet. Und bevor ich mich der nächsten Hauptmission widme, wollte ich die ganzen neuen Texte vorlesen, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Und genau damit fangen wir jetzt auch erstmal an. Okay, wir haben mal wieder ein paar neue Texte bezüglich Yokai. Enki habe ich eigentlich schon durch. Hier irgendwo was Neues. Wir haben auf jeden Fall mindestens zwei neue Yokai. Ah, und hier haben wir etwas Neues freigeschaltet beim Onibi. Der Name Onibi bedeutet wörtlich Dämonenfeuer, aber die Kreatur kann auch aus Wasser, Wind, Blitz oder Erde bestehen. Ein Onibi mit einer Waffe anzugreifen, wie etwa einem Katana, wird dieser Waffe kurzzeitig die elementare Kraft des Onibi verleihen. Das haben wir ja bereits herausgefunden. Weiß ich sogar noch aus dem letzten Teil. Da war das genauso. Im ersten Nioh. Ha, da ist er. Alter, der hat sogar eine geile Animation, wenn man seinen Eintrag aufruft. Guckt euch das mal an, ey. Zack. Nicht übel. Boah, ey. Guckt euch den mal an, ey. Nach allen Seiten irgendwie gewachsen, ne? Krass. Weira haben riesige Körper mit jeweils einer scharfen Kralle an den Vorderbeinen. Sie sind zwar in einigen alten Schriftrollen abgebildet, aber ihre untere Hälfte wird nirgends gezeigt. Und über diese geheimnisvollen Yokai ist wenig bekannt. Es gibt drei Theorien zu ihrer Ernährung. Möglicherweise fressen sie Steine und Erde, kleine unterirdische Lebewesen oder Menschen. Da wir aber so wenig über die Weira wissen, könnten sie alles Mögliche fressen. Ja, die könnten genauso gut auch im Prinzip alles von den genannten Sachen futtern. Giftiger Schleim. Eine uralte japanische Variante von Schere, Stein, Papier heißt Frosch... Frosch, Schnecke, Schlange. Kenne ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Interessant. Schlange schlägt Frosch, Frosch schlägt Schnecke, Schnecke schlägt Schlange und löst sie in Schleim auf. Aha. Das hat zum Glauben geführt, dass eine alte Schnecke im Lauf ihres Lebens sicher viele Schlangen aufgelöst hat und das Schlangengift in ihrem Körper macht sie zum Yokai. Aha. Interessant. Diese japanische Variante von Schere, Stein, Papier kannte ich jetzt zum Beispiel nicht, ehrlich gesagt. Da ist er, der Karakasa-Schirm. Ein Yokai in Form eines Regenschirms. In seiner Mitte trägt er ein einzelnes großes Auge und anstelle des Griffs hat er ein einzelnes Bein. Man nennt ihn auch Karakasa-Koso, Regenschirmkind, oder Iponashi, Einbein. In regnerischen Nächten erscheint er oft aus dem Nichts, um die Menschen zu erschrecken. Ich glaube, das war's dann auch schon. Hier kommen schon die Bosse. Nicht? Echt jetzt? Ah, hier, zu den Sudama haben wir was Neues. Okay. Sudama interessieren sich sehr für das Eigentum der Menschen, aber jeweils für andere Dinge. Ein Sudama, der einen Gegenstand bekommt, der ihm gefällt, zeigt riesige Freude und macht mitunter seinem Wohltäter ebenfalls ein wertvolles Geschenk. Aber es geht auch umgekehrt. Wer einem Sudama etwas schenkt, was diesem nicht gefällt, kann sich seinen unbändigen Zorn zuziehen und für diese Unverschämtheit bestraft werden. Dabei sein Leben zu verlieren, wäre mit Sicherheit ein kosmischer Witz. Wie bei allen anderen Dingen auch, sollte man Streiche gegen Sudama in Maßen treiben. Okay. Oh. Okay, mit anderen Worten, fast alles, was ich ihm, so ziemlich alles, was ich ihm gegeben habe, hat ihm gefallen, weil sonst hätte er sich wahrscheinlich anders verhalten, nachdem er den Gegenstand aufgenommen hat, nehme ich mal an. Ich frage mich, worin diese Strafe aussieht, worin sich diese Strafe äußert, ehrlich gesagt. Aber diesem Text nach zu urteilen, scheinen ja bislang alle Gegenstände nicht so schlimm gewesen zu sein, die ich ihm bislang gegeben habe. Obwohl er mir mal mehr, mal weniger gegeben hat. Aber er hat mir immerhin jedes Mal etwas gegeben. Interessant. Ja, jetzt gerate ich so ein bisschen ins Grübeln, was das angeht. Na gut, komm. Weiter geht's. Habe ich hier irgendwas Neues? Hier! Kagewani. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Dieser Schutzgeist, der einem Hai ähnelt, ist eigentlich eine Art Tatarigami. Tatarigami, Fluchgott. Tatarigami sind Menschen für gewöhnlich feindlich gesinnt, beschützen aber jene, die sie verehren. Der Sage nach fraß Kagewani die Schatten, die auf die Meeresoberfläche fielen, woraufhin ihre Besitzer bald starben. Man glaubte, dies sei die Bestrafung dafür, dass sie sich in sein Reich gewagt hatten. Daher brachten Seeleute den Meeresgöttern oft Opfer dar, ehe sie in See stachen.
Der Namensteil Wani bedeutet im modernen Japanisch zwar Krokodil, stand in früheren Zeiten aber auch für Haie. Es gibt aber auch die Theorie, dass Kagewani ursprünglich ein Krokodil war, vielleicht auch eine Seeschlange oder ein Schwertwal und erst später durch die Vorstellung, die seine zahlreichen Anhänger von ihm hatten, zum Hai wurde. Aha. Interessant. Charakterverzeichnis. Da ist wieder was Neues. Okay. Tokichiro, Momio, Saito Dosan ist eigentlich schon durch. Naja. Hier haben wir eigentlich doch erstmal nichts Neues, oder? Doch hier. Okabe Masatsuna. Okay. Okabe Masatsuna war ein Militärkommandant im Dienste des Clans Imagawa, den viele für den Verwandten von Okabe Motonobu halten. Er lernte den jungen Tokugawa Ieyasu kennen, als dieser als Geisel im Hofe des Clans Imagawa weilte und diente als Ieyasus Assistent. Während er bei ihm bei alltäglichen Aufgaben half, freundeten sich die beiden miteinander an. Viel später, als Masatsuna, ein Ronin, ein herrenloser Samurai geworden war, machte Ieyasu ihn zu einem seiner Gefolgsmänner. Nach der Schlacht von Okehazama streifte er auf der Suche nach dem abgeschlagenen Kopf seines gefallenen Herrn Imagawa Yoshimoto über das Schlachtfeld. Gemeinsam mit Motonobu traf und bekämpfte er den Protagonisten, musste sich aber letztendlich geschlagen geben. Dennoch wurde Yoshimotos Kopf aus Respekt für seine Hingabe an seinen Herrn nach Sunpu, dem Geburtsort Yoshimotos, überführt. Alter. Ach so, das sind diese drei Generäle, die ich in der einen Mission besiegt habe. Ach krass. Okabe Motonobu war ein Militärkommandant im Dienste des Clans Imagawa, den viele für einen Verwandten von Okabe Masatsuna halten. Selbst als sein Herr Imagawa Yoshimoto auf Befehl von Oda Nobunaga in der Schlacht von Okehazama getötet wurde, kämpfte Motonobu weiter und schaffte es, Nobunagas Armee zurückzudrängen. Er führte auch einen erfolgreichen Angriff auf Burg Karia, bei dem Fürst Misonu Nobushika den Tod fand. Hierbei bewies er seine Tapferkeit im Kampf und seine unverbrüchliche Treue zu seinem Herrn. Nach der Schlacht von Okehazama streifte er auf der Suche nach dem abgeschlagenen Kopf seines gefallenen Herrn Imagawa Yoshimoto über das Schlachtfeld. Gemeinsam mit Masatsuna traf und bekämpfte er den Protagonisten, musste sich aber letztendlich geschlagen geben. Dennoch wurde Yoshimotos Kopf aus Respekt für seine Hingabe an seinen Herrn nach Sunpu, dem Geburtsort Yoshimotos, überführt. Und jetzt noch einer. Doch nicht. Oh. Ich dachte, ich hätte drei von denen erledigt bei der einen Mission. Doch nicht, wie es scheint. Okay, krass. Und bevor ich mich in die nächste Hauptmission stürze, wollte ich definitiv noch einmal ordentlich Elixiere und eventuell auch nebenbei noch Pfeile farmen. Und dafür bin ich wieder in die erste Hauptmission zurückgekehrt, in dem ersten Gebiet, und habe dort wieder eine kleine Farming-Session eingelegt, wie ich es auch schon beim letzten Mal getan habe. Hier ein paar kleine Ausschnitte aus der Farming Session, wo ich unter anderem sogar ein paar neue Titel freigeschaltet habe. Okay.
So, und jetzt können wir auch direkt mit der nächsten Hauptmission fortfahren. Ich bin schon gespannt. Ach ja, ich sollte vielleicht auch einmal meine ganzen, oder zumindest den Großteil meiner Amrita wieder investieren. Ich war übrigens auch total überrascht, dass ich bereits auf Level 46 bin. Um ehrlich zu sein, ich dachte, ich wäre irgendwie Level 38 allerhöchstens oder so, aber 46 schon? Ich habe da lange nicht mehr drauf geguckt, auf meine aktuelle Stufe. Meine Güte. Schon eine geile Sache. Freut mich, dass ich schon so weit bin. Ja, sollte ich meine Konstitution langsam mal wieder erhöhen? Oder auf andere Sachen gehen? Ich investiere erstmal noch einmal in Geschicklichkeit. Und danach sehen wir weiter. In der Hütte ist was Neues, bei den Illustrationen, okay. Wahrscheinlich bei dem einen gewissen Boss. Ja, hier, Mizuki, habe ich mir gedacht. Mizuki trägt einen unzähmbaren Hass in sich, weswegen er nicht auf einen einfachen und schnellen Sieg aus ist. Am liebsten schwingt er deshalb Waffen, die seine Feinde leiden lassen. Trotz seiner grausamen und sadistischen Ader neigt er dazu, ohne langes Nachdenken auf seine Gegner loszustürmen, weswegen er im Kampf einem tobenden Pferd gleicht. Dies könnte daran liegen, dass er ein Mischwesen aus Pferd und Mensch ist. Wer also Mizuki im Kampf begegnet, sollte seinen Angriffen ausweichen und ihn von hinten attackieren, da dies am ehesten den Sieg verspricht. Naja, im Bosskampf hat man ja auch gegen ihn gesehen, dass er seine Waffe dann einfach auch nach hinten schwingen kann. Ist jetzt nicht so der krasse Geheimtipp, möchte ich behaupten. Naja, egal. Hauptmission, die mysteriöse Burg einer Nacht. Ich bin gespannt. Fürst Nobunaga ist begierig darauf, seinen Einfluss in die nördlichen Regionen Minos auszuweiten. Ein strategisch wichtiges Gebiet, in dem Dosan eine Festung besitzt. Aber ohne Burg als sicheren Ausgangspunkt wäre es ausgesprochen schwierig, irgendeinen wirkungsvollen Angriff einzuleiten. Saito wird jedoch nicht einfach da sitzen und zusehen, wie in seinem Territorium eine Burg gebaut wird. Aber keine Sorge, ich habe eine Idee. Überlass das mir, Hidi. Alles klar, Tokichiro. Tsunomata, hier fließen die vielen Flüsse aus den Wäldern und Tälern ringsrum zusammen. Als wichtiger strategischer Punkt an der Grenze zwischen Owari und der Provinz Mino war dieser Ort schon lange umkämpft. In der Sengoku-Zeit verlor ihn der Daimyo an den mächtigen Kawanami-Clan. Und außer durch hervorragende Überredenskunst scheint es so gut wie unmöglich, Tsunomata zurückzuerobern. Aha. ここで何を知れたことを勝家殿の力を借りて城を建て信長様に献上するのよというわけだ猿抜け駆けは許さんぞ何笑うとるんじゃ猿 探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がこの家、ようやく見つけたぞ。俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。Okay. Jemand Neues? Der hatte ja mal einen niceen Auftritt. September 1566, Tsunomata, Provinz Mino. Das war ja jetzt mal ein interessanter Auftritt. Der ist einfach mal, ja, durch den Fluss geschnellt, als wäre es das Leichteste der Welt. Alles klar. Mino-ni-nokottemo, Owari-ni-negaettemo.
Okay. Und wie Tokichiro gerade eben noch aus lauter Höflichkeit noch mitgelacht hat. Ja, aber natürlich war er da der Einzige. この砂元はコロクラ川波衆が縄張りとしてきた地。あいつらの力を借りりゃあっという間にピッカピカの城の出来上がりよ。と踏んでたが何やら雲行きが怪しそうだ。とにかくまたざらに先を越されるわけにはいかん。まずは砦に急ぐぞ秀の字。 Erobern wir eine Festung und bauen sie zur Burg um. Versuchen wir es. Nun denn. Okay, ich rieche hier schon. Ich rieche hier schon die Möglichkeit einer Abkürzung. Bin sehr gespannt. So. Ich gehe mal stark davon aus. Ah, okay. Hi. Oh je. Ja, wenn er selber nichts macht. Wait. Welchen Segen habe ich hier gerade? Welchen Kodama-Segen? Kodama-Segen. Ah, der Amrita-Menge. Okay, gut. Bei dem ersten Gebiet habe ich natürlich den Elixier-Segen genommen. Und da wusste ich nicht ganz, ob der Segen nicht eventuell noch ausgerüstet ist. Hi. Wow, dass die mich nicht gehört haben. Wahnsinn. Die hohen Gräser können so manchen Gegner verstecken. Müssen wir aufpassen. Okay. Ich wollte gerade sagen, so leicht und so schnell komme ich auf die andere Seite, das kann ja nicht sein. Nö, tut es auch nicht. Oh, hi. Oh, du bist ein Bogenschütze. Das heißt, du stirbst schnell durch Nahkämpfe, Nahkampfangriffe. Praktisch. Ah, guck mal. Oh, beide. Alter. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Hui. Ich habe einfach die Hoffnung gehabt, einen kriege ich doch auf jeden Fall. Aber sogar beide? Wow. Das ist nice. Hi. Es ist hier ganz schön verzwickt. Lauter Wege gehen hier drunter und drüber. Oh Mann, wie soll ich da denn den Überblick behalten? Ich habe das Gefühl, ich werde mich hier ganz schnell verlaufen und am Ende überhaupt nicht wissen, wo ich schon war und wo nicht. Oh Gott. Dieses Level könnte die reine Hölle sein, wenn man hier alles erkunden will. Ne? Wozu ja auch unter anderem gehört, alle Kodamas zu finden. Hallo? Oh Gott, ein Rabentengo. Okay. Doch, beschissen. Alter! Wie viele Angriffe waren das jetzt? Zu viele. Antwort. Alter! Ist doch gut! Scheiße!
werden wir jetzt noch hier. Nein, Mann! Hör auf anzuvisieren! Dreckiger Hund. Ah, diese verdammten Rabentengus. Elixierende 96, Pfeile 71. Also ihr seht, ich habe meinen Bestand ordentlich aufgestockt. Oh, ich habe die Haltung gewechselt, deswegen habe ich auf einmal andere Angriffe gemacht. Habe ich gerade eben gar nicht gecheckt im Kampf. So. Oh ja, stimmt ja. Das war jetzt Quatsch hier. Ich hätte eigentlich von Anfang an einfach nur den einen Weg lang gehen können. Hier lang. Sehe ich hier schon ein Yokai-Reich? Jetzt schon? Oh Mann. So, Kollege, du... Jetzt ist die Frage, kann ich auch einen Sturzangriff auf den Tengu ausführen oder sieht er mich vorher? Oh yes! Und wie es geklappt hat. Okay, sehr gut. Wow! Ein, zwei. Oh oh. Das ist für dir wohl. Haha! Nein, ach Kacke, ich hätte ihn erledigen können. Dumm. Vergiss es. Mann. Drecksack. So. Endlich. Karasu-Tengu-Töter. Ach, Karasu-Tengu. Oh. Nicht Rabentengu? Ha. Interessant. Aber egal, er ist down. Das ist die Hauptsache. So. Soll ich jetzt lieber in das dunkle Reich oder komme ich hier auch ins dunkle Reich? Nö. Nicht wirklich. Ja, bitte. Hi. Die. Oh, ne. Ich vergesse, dass ich die ja mit ganz einfachen Angriffen die ganze Zeit staggern kann. Ich brauche gar nicht so vorsichtig gegen diese Viecher sein.
Sie sind im Prinzip wie Gaki, nur ein bisschen stärker. Ich sag deshalb wie die Gaki, weil die Gaki ja auch bei jedem einzelnen Schlag von mir direkt zusammenzucken und gestaggert werden. Was es eben etwas leichter macht, sie zu erledigen. Schließe die Schleuse. Ha! Ha, what? Schlängeln da einfach mal noch solche Viecher unten rum. Cool. Oh, hier ist schon direkt der nächste? Ha. Okay, gut zu wissen, dass ich schon mal den Weg zum nächsten Schrein freigeschaltet habe. Alter, hier ist noch ein Yokai-Reich. Wie viele gibt's denn hier? Okay. Moment, eins nach dem anderen. Oh no, das Vieh. Ach du Scheiße. Oh nee, dagegen zu kämpfen könnte schwierig werden. Ich meine, jetzt wo ich weiß, wo der nächste Schrein ist, kann ich ja einfach beim nächsten Mal durchlaufen. Okay. Okay. Nein. Das war doof. Yes. Boah, ich hätte beinahe den Wuchtkonter noch hingekriegt. Beinahe. Boah, Alter, wie er sich innerhalb von einem Frame umgedreht hat. Oha, okay. Das. Oh nein, was soll das? Nein! Reicht doch! Nein, ach komm! Scheiße! Nix da. Das ist ja gemein. Ein Wuchtkonter, ein Wuchtangriff, der gleichzeitig aber auch ein Griffangriff ist. Miese Taktik. Nein, nein, nein. Ah. Jawohl, ich wollte schon sagen. Der kann doch nicht mehr viel Energie haben. Alter. Wo? Oh. Bring mich irgendwo hin, wo ich essen kann. Verstehe ich jetzt auf einmal die Dämonensprache? Interessant. Das kam jetzt überraschend. Oh, hi! Da ist ja ein kleiner Kodama. Einfach mal so mitten im Gras. Krass. Ich geh mal stark. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dieses dunkle Reich führt mich hier wieder komplett zurück. Ja, ich habe es mir gedacht. Alles klar. Waren doch keine zwei verschiedenen Reiche, sondern tatsächlich eines, das hier sogar ein bisschen in die Tiefe geht. Alles klar. Damit ist diese Verbindung auch endgültig hergestellt. Ja. Da wäre ich jetzt natürlich schön blöd, wenn ich jetzt, oh hi, an dieser Stelle nicht den Schrein nehmen würde. Das tue ich jetzt nämlich natürlich.
bevor ich irgendetwas anderes mache. Bringe den Seelenkern in Sicherheit und zusätzlich auch noch Schutz gegen andere Reiche, ja, okay. Zudem investieren in Konstitution, würde ich erstmal sagen. So, okay. Was hast du denn zu sagen, Kollege? Okay, du hast dich mit Hachisuka Koroku verbündet. Okay. Cool, begleitest du mich auch da nach unten in dieses Loch rein? Das wäre nett von dir. Um ehrlich zu sein, würde ich da unten gerne noch ein bisschen looten. Ja, er kommt hier mit runter. Nein. Oh nein, nein, ich bin so dumm. Ah. Oh je. Das hätte ich kontern können. Ah, der arme Typ. Mist. Als ob. Hätte doch eigentlich durchgehen müssen, der Konter. Der benutzt auch... Oh Gott. Der benutzt auch einen Kusarigama. Alter Laber. Du Miststück. Ach Mann, ey. Das lief jetzt komplett falsch. Autsch. Hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Also mal so gar nicht. Haha! Vergiss es. So. Weg bist du. Hol ich mir direkt den ganzen Loot hier unten. Sehr schön. Ah, so schöner und leckerer Loot. Oh. Nice. Sehr gut. Nicht übel. Okay. Hätte sein können, dass hier unten noch eine falsche Mauer herumstehen könnte. Ich wollte schon sagen, wie komme ich da jetzt hin? So. Und er springt mir auch natürlich hinterher, ist ja klar. Der muss mir ja folgen. Gewissermaßen. Okay, soll ich mal bei der Gelegenheit ein bisschen neues Equipment durchgucken? Habe ich nicht die richtigen Werte für, auch nicht. Oh, das hier hat Amrita-Bilanz. Was brauche ich dafür? Fähigkeit 7. Erlittener Schaden, Fall und Wasserschutz. Da könnte ich mir eigentlich auch jede andere Hose anziehen, die ich hier gerade habe. Bogenschaden, Kieferbrauch ausweichen, Zähigkeit, erlittener Schaden, Geschosse. Die ist gut. Her damit. Holy shit. Das Ding ist super. Ansonsten, Amrita-Bilanz, bla. Getarnt, Kieferbrauch ausweichen, ne? Klingt doch auch gut. Nehme ich auch. Hier vielleicht noch was Neues. Anima-Ladung, Schutz gegen andere Reiche, Nahkampfschaden gegen Gegner, vergiftet, unbegrenzte Onmium-Magie. Und der hier, Volltreffer-Bonus, unbegrenzte Munition, Fernangriffsschaden. Ich glaube,
Ja, aber der macht leider nicht so viel Damage, ist das Problem. Da relativieren sich die Boni, die drauf sind, ein kleines bisschen. Naja, passt schon. Oh. Okay, cool. Hier kann ich eh nicht lang. Gut, hat sich die Route erledigt. Einer von zwei Wegen gar nicht möglich. Gut zu wissen. Oh boy. Scheiße. Das ist jetzt unmöglich. So. Nein. So. Come on. Sorry. Nice. Ah, du bist der Drecksack. So. Hab ihn abgelenkt. Nice. Sehr gut. Der gibt uns Pfeile und Lundenschloss-Munition. Übrigens, in der ersten Mission, als ich da Elixiere und Pfeile gefarmt habe, habe ich auch Lundenschloss-Munition gekriegt. Obwohl das eine Waffe ist, die man zu dem Zeitpunkt der Geschichte eigentlich noch gar nicht haben kann. Also ist der Loot mehr davon abhängig, was man bei sich trägt, als davon, was man eigentlich theoretisch bis dahin hätte bekommen können. Ach du Scheiße. Ja cool, der stürzt sich gleich rein. Hör auf, dich zu bewegen. Oh shit, hi. Da ist er schon bei mir. So schnell kann's gehen. Was denn? Was hast du getan? Oh, der Fuck! Ihr miesen Ratten. So. Aha! Ja, mein... Oh, mein Kamerad kann auch von hinten kommen. Du Drecksack. Au. Ja, reicht doch! Mann! Shit. Nein, come on! Alter! Boah, wenn der jetzt noch einen Angriff hinterher gesetzt hätte, ey. Komm. Alter! Reicht doch! Meine Fresse, uralter Text zur Haya-Rüstung. Ich muss die uralten Texte auch mal beim Schmied abgeben, habe ich immer noch nicht gemacht. Alter. Oh, vor allen Dingen, ich wollte eigentlich gerade eben schon den Part beenden und jetzt fange ich schon an, hier ein kleines bisschen weiter zu spielen. Aber nee, Leute, an der Stelle mache ich mal für heute Schluss und dann werden wir im nächsten Part sehen, was uns hier noch so alles erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. So oder so würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!